Ich bin Sarah, das ist Steffen. Wir kommen aus Köln. Wir machen seit 10 Jahren zusammen Musik. Wir nennen unsere Musik Singer, Songwriter, Country, Folk, Pop. Ja, was sollen wir noch erzählen zu uns? Das fasst eigentlich ziemlich gut zusammen. Ja. Ihr seid heute mit Mark L. Cash auf beim selben Konzert. Das ist ja eigentlich eine tolle Sache. Das mischt sich gut. Das mischt sich hervorragend. Wir haben uns sehr über die Einladung gefreut und wir sind ganz, ganz gespannt. Wir haben jetzt beim Soundcheck schon mal spinksen können und mal hören können. Und wir freuen uns sehr, uns mit diesen Menschen eine Bühne teilen zu dürfen heute Abend. Ich höre gerade, ihr plant eine neue CD. Wir sind jetzt dabei, das dritte Album zu schreiben und aufzunehmen. Und wir werden wahrscheinlich im Frühsommer nächsten Jahres werden wir das neue Album veröffentlichen und dann auch wieder ausgedehnt auf Tour gehen. Gibt es irgendwas zu sagen zum neuen Werk, zur neuen CD? Was sind da für Stücke drauf? Das letzte Album haben wir in Nashville aufgenommen. Das heißt, wir haben heute Abend quasi so eine doppelte Verbindung zu dem Abend, weil wir große Nashville-Fans sind. Wir wissen noch nicht, ob wir das wieder in Nashville aufnehmen oder in Teilen in Nashville oder in Nashnippes, da wo wir herkommen aus Köln. Wir sind gerade dabei, Demos aufzunehmen und es wird wieder ein bisschen mehr Richtung Folk gehen. Nicht so sehr, also nicht so ein ganz großer Country-Einfluss, so wie beim letzten Mal, aber schon noch vorhanden. Und wir experimentieren auch hier und da mit ganz leichten Elektro-Einflüssen. Aber prinzipiell bleiben wir uns treu. Und als die das erste Mal auf meiner Bühne standen und ich ihnen gesagt habe, irgendwann wird Deutschland und darüber hinaus die Leute euch kennen, wollten die mir das nicht glauben. Und heute Abend kommen sie auf die Bühne und ich glaube, der eine oder andere von euch kennt sie auch. Und ich würde jetzt euch bitten, mit einem ganz großen Applaus, herzliches Willkommen, Mrs. Greenberg! Talks about you when I sing. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Beim Soundcheck gehört, ihr mischt ein bisschen Folk and Blues Musik und Country. Das ist eine ganz eigenartige Mischung. Ist das Erfolgsrezept von euch? Naja, wir haben unser Erfolgsrezept oder unser Rezept ist eigentlich immer, wir nehmen die Musik, die uns Spaß macht und spielen die in der Art, wie wir es am besten können. Und da wir halt früher einfach nur spielen wollten und uns gedacht haben, mit zwei Stimmen und einer Gitarre kann man überall spielen, haben wir halt so angefangen und es hat sich bewährt und dabei sind wir geblieben. Zur europäischen Country-Musik-Szene, ist es eine andere Art der Musik, die man hier spielt in Europa oder spielt man einfach nur die amerikanischen Künstler nach? Ich glaube, wir müssen dazu sagen, dass wir uns mit der deutschen Country-Szene gar nicht so gut auskennen. Also wir hören selber ganz, ganz viel Amerikaner-Musik, also ganz viel, was von drüben kommt. Das lieben wir total. Es gibt natürlich drüben, gibt es genauso gute Künstler und nicht so gute, wie es die hier wahrscheinlich auch gibt. Von daher kann ich das gar nicht so vergleichen, aber ich glaube, es kommt natürlich daher und die Menschen wachsen ja ganz anders mit Musik auf. Das liegt ja in den Babyschuhen. Und, also ich finde schon, dass man, wenn man sich tiefer damit befasst, dass man schon die Einflüsse deutlich auseinanderhören kann. Ich höre schon immer auch deutlich europäische Einflüsse in der deutschen oder in der europäischen Country-Musik, was ich persönlich gut finde, weil die Amis brauchen wir nicht kopieren, die machen ihre Musik ja schon. Und ich finde das immer sehr angenehm, wenn man hört, dass die guten Einflüsse genommen werden und man dann sein eigenes Quäntchen Gewürz mit dazu gibt und umrührt und dann halt guckt, was Neues entsteht. So arbeiten wir halt auch. Ich glaube auch, dass wir nicht hundertprozentig amerikanisch klingen und das wollen wir auch gar nicht. Und ich hoffe tatsächlich auch, dass die europäische Country-Szene den Mut hat, auch ein eigenes Country zu entwickeln und halt eben nicht sich zu nah an den Originalen zu bewegen. There's no need to try and change.
It's okay to feel a little strange. Everyone is different. 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 So everyone's the same. You're beautiful just the way you're made. Vielen, vielen Dank.